München, Hamburg und in Berlin. Und diesmal wieder ein Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Erstmal vielen Dank. Aber es geht die, wenn ich anfange zu filmen, geht die Katze wieder ab. Das ist echt skurril. Also erstmal vielen Dank für die vielen neuen Abos. Und ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Wenn du meine Arbeit zufällig noch nicht kennst, schau mal auf liebeschipp.de vorbei. Und genau. Ja, jetzt denkst du vielleicht, was jetzt kommt, ist irgendwas mit Copycats, die meinen Content oder meine Begrifflichkeiten oder was weiß ich kopieren. Da wollen wir gar nicht von reden. Ist egal, ich will jetzt nicht wieder anfangen damit. Wer vielleicht die ersten Begriffe hier in Deutschland auf Social Media benutzt hat, aber egal, geschenkt. Man muss sich ja einfach durchkämpfen durchs Leben. Also darum geht es heute nicht. Und ich sage auch mal gleich vorab, das, was ich jetzt gleich sage, dass das irgendeiner Weise bewusst wäre, weiß ich nicht. Manchmal ist es vielleicht so, manchmal nicht. Aber ich finde es ganz wichtig, da mal was zu sagen. Genau. Ja, und zwar, das ist mir jetzt mehrfach aufgefallen, deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu, dass mich so Menschen darauf hingewiesen haben, dass sie sozusagen sagen, sie nutzen meine Lehren, sag ich jetzt mal, und machen damit aber eigentlich so einen Minuspol-Scheiß irgendwie so, weiß ich nicht, manipulieren, Sachen durchsetzen und so weiter. Und das wollte ich einfach nochmal glatt ziehen und wollte vorab erstmal nochmal sagen, natürlich, ich weiß, dass man nimmt irgendwie eine Botschaft wahr und macht sein eigenes draus, das machen natürlich alle, aber ich wollte nochmal einfach ganz klar sagen, das, was ich hier vertrete, ist definitiv nicht, dass man andere Menschen manipulieren soll, dass man sie in irgendwas reindrücken soll, reinpressen. Das sind alles Ego-Liebe, alles 3D-Liebe und all das, wofür ich nicht stehe, so sage ich ganz ehrlich. Und aber hören wir uns mal einen Kommentar an, der unter einem YouTube-Video war. Ich kürze den mal so ein bisschen. Ich bin lustigerweise durch meine Ex auf dich gekommen. Gut, jetzt kommt so einiges mehr. Können wir mal auslassen. Meine Ex hat mir erstmals Hemmschienen nahegebracht. Wir haben uns auch ein paar Videos zusammen angeschaut, aber schnell nutzte sie die Lehren, um mich zu manipulieren, wie ich mittlerweile erkannt habe. Mit dem Thema Dreiecksbeziehung hat sie versucht, meine weiblichen guten Freunde aus meinem Leben zu verbannen. Bei einer auch Freundin auch geschafft. Bei der letzten Versuch wurde ich endgültig wach und zog die Reißleine. Alles Fälle, die mit Gesprächen und überlegten Vorgehen zu lösen gewesen wären. Ja, also meine Arbeit ist für die Leute, die ein Problem haben mit ihren Standards, aber die ist nicht gedacht für, ich meine, ich habe auch Kurse so für Minuspole, das ist eine andere Geschichte, aber ist nicht gedacht dafür, wenn man wie, ja, Leute, die eher so Minus sind oder vielleicht so eher auf der egozentrischen Linie, die haben ja Überstandards. Die haben Überstandards, das heißt, die haben nicht ein Problem mit zu wenig Standards, die haben zu viel Standards. Und vor allen Dingen wollen die ihre Standards unbedingt durchsetzen. So, ne? Und natürlich ist jetzt völlig in Ordnung, wenn da jemand ist, der sagt, ich möchte nicht, also ich fühle mich unwohl damit, so viel, dass du so viel platonische Freundin hast, was vielleicht auch verständlich ist, weiß ich nicht. Dann ist aber meine Lehre nicht, das durchzusetzen, sondern dass man, das ist ein Riesenunterschied, sondern dass man sagt, mir tut es nicht gut. Ich kann damit nicht so gut leben, ich hätte lieber eine Beziehung, wo das nicht so ist, aber es ist nicht, das ist wirklich das Gegenteil von dem, was ich sage, dass man den anderen Partner unter Druck setzt, dass er endlich das macht, was er soll. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, sondern ihr sagt für euch, das ist für mich zu viel, das möchte ich nicht und zieht dann gegebenenfalls daraus die Konsequenzen, aber es geht nicht darum, den anderen unter Druck dahin zu kriegen, wo man ihn haben möchte, so. Egal, welchen Pol man da jetzt ist, übrigens auch, vielleicht machen das Pluspole manchmal auch, die einen schlechten Tag haben. Und aber das ist nicht das, was wir wollen, ne? Definitiv. Ne? Das Thema Verfügbarkeit wurde mir ständig unter die Nase gerieben. Nicht, weil ich nicht verfügbar war. Ja, ich hatte viele Baustellen, aber ich habe diese sogar zurückgestellt, sondern um mich zu manipulieren, mir ein schlechtes Gewissen zu einzureden, wie ich heute weiß. Ich war so oft, es ging bei ihr. Sie war aber nur circa 10 Mal in meiner Wohnung.
was auch fast jedes Mal in von ihr inszenierten Drama endete. Ja, okay. ja, auch das, ja, ist eindeutig keine gleichgewichtige Beziehung, ne, wenn jemand nicht zu einem in die Wohnung kommt. Aber gut, das wollen wir jetzt heute mal nicht adressieren. Ich habe mich erst leider gegen Ende der Beziehung wirklich mit deinen Videos beschäftigt, da meine Ex das Thema Hemmschi schon auch wieder klein geredet hat. Ja, das ist ja auch so, dass, ja, das ist ihm auch schon öfter aufgefallen, dass es so eine Fraktion gibt, sag ich mal, die ist ja auch völlig in Ordnung. Ist, ne? Aber die ist erstmal total geflasht von meinem Material. Und dann, wenn es aber darum geht, auch mal eigene Schattenseiten anzugucken, dann nicht mehr. Ist ja auch menschlich, wollen wir jetzt gar nicht sagen, ne? Aber na gut. Du seist auch nicht mehr so glaubwürdig, da du nun zu spirituell unterwegs bist. Okay, ist eine Meinung. Wir haben hier, jeder kann seine Meinung haben. Aber auch da wollte ich nochmal was zu sagen. Ja, ich liebe Spiritualität, aber nicht diese Form von Spiritualität, wie man sie vor allem auf Social Media trifft, diese sehr im Ego basierte Spiritualität. Und ich bin einfach, glaube ich, auch echt gut drin. Und was ich liebe, ist dieses Grenzgebiet von Psychologie und auch wirklich Schulpsychologie zu, ja, mir fällt gerade auch kein anderes Wort dazu ein, Spiritualität so, ne? Und das beackere ich super gerne, weil was ist jetzt ein, nehmen wir mal an, du bist so ein Hightech-Sportler, ne? Du bist einfach Leistungssportler so und du willst deine Zeiten verbessern. Nehmen wir mal an, du bist Läufer. Ja, da gehst du dir hin und gehst zum Beispiel lauf geistig durch und guckst, was machst du dann, wie fühlst du dich, wie ist es, wenn du gewinnst, du gehst schon mal in diesen Sieg rein. Das sind völlig normale Motivationstechniken im Sport. Du kannst aber genauso gut sagen, das ist eine spirituelle Manifestationstechnik. Also das kannst du so sehen, und diese Grenzlinie, die liebe ich halt, ne? Deswegen muss ich jetzt keine Angst haben, wenn du bei mir Kurse machst, dass das irgendwie, das werden auch alle bestätigen, glaube ich, die bei mir sind, dass das nicht knietief in der Psychologie verankert ist und allenfalls da mal ein kleiner Ausflug gemacht wird, wo es wirklich sinnvoll ist. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen, dass hier, gut, ich will jetzt nichts Despektierliches sagen, aber irgendwie was gemacht wird, was man so im negativen Sinne mit Spiritualität verbindet, sagen wir es mal so. Deine Videos und dein neues Buch haben mir sehr geholfen, mich zu lösen, mich nicht als Abschaum und unnatürlich zu empfinden und langsam wieder neuen Lebensmut zu fassen. Gerade das Spirituelle sagt mir sogar zu, da ich selbst schon an Meditationen gedacht habe. Gut, Meditation ist auch ein super Beispiel. Ich meine, es ist vor und zurück untersucht. Wird schon, glaube ich, heute gar nicht mehr angesehen als spirituell irgendwie. Ja, das ist einfach absolut definitiv klar, dass Meditation was Tolles ist. Und Meditation ist auch ein super Beispiel, weil wie mein Ausbilder früher immer sagt, Meditation ist eigentlich was total Bescheuertes. Du setzt dich einfach hin und machst gar nichts. Und aber gerade diese einfachen Sachen, diese in unserer Realität einfachen Sachen sind häufig eben auch gleichzeitig hochspirituell. Und aber gut, wollen wir jetzt heute jetzt nicht so tief drauf eingehen. Gerade habe ich den Ex-Detox-Kurs bei dir angefangen und bin sehr froh darüber. Die Regenbogenübung hat schon mal echt gut funktioniert. Dickes Danke. Ja, mach die fucking Kurse, sage ich immer. Geht heute los, gestern los, kann man noch gut einsteigen. Ex-Detox, wunderbare, also sagt ja schon der Name. Und die Wohlfühl-Challenge geht auch los. Und die ist eigentlich ein bisschen härter. Selbstliebe-Challenge Advanced findet ihr alles auf liebeschipp.de. Da einfach so alle Kurse, ich will das jetzt nicht alles hier verlinken, findet ihr schon. Sonst schreibt an die wunderbare Aileen im Support und wir werden es bald wieder sehen.